Wir stürmten auf die Straße und winkten eine Autodroschke herbei. Schnell brachte uns der Wagen nach Moabit. Auf den Stufen des Gerichtsgebäudes kam uns ein totenbleicher Kommissar Wendler entgegen. Uns schwante nichts Gutes. Wendler, was ist passiert? Buster Malcolm! Er ist geflohen. Wie denn? Ach, das ist unmöglich. Eine unglaubliche Szene, in der Tat. Was ist geschehen? Folgen Sie mir. Er kann unmöglich entkommen. Die ganze Gegend ist polizeilich abgeriegelt. Unterschätzen Sie Buster nicht. Er ist immerhin auch schon aus einem Hochsicherheitsgefängnis ausgebrochen. Hier hinein, bitte. In diesem Büro sind wir ungestört. Dieses Weib, unfassbar. Welches Weib? Der Reihe nach, Wendler. Gib wohl. Ich muss kurz zu Atem kommen. Also, die Verhandlung begann pünktlich um 9 Uhr. Alles verlief reibungslos. Malcolm gab mit frechem Zynismus alles zu, was ihm vorgeworfen wurde. Folgerichtig forderte der Staatsanwalt für ihn und seinen Spießgesellen Jim eine mehrjährige Zuchthausstrafe. Das Gericht zog sich gerade zur Beratung zurück, als plötzlich diese Wahnsinnige den Gerichtssaal betrat. Betsy Griffiths? Was? Nein, unmöglich. Diese Frau war steinalt und hässlich wie die Nacht. Sie schrie wie am Spieß um Hilfe und machte ein solches Gezeter, dass eine Panik im Saal ausbrach und die Leute zu den Türen drängten. Die Polizei musste ihre Knüppel einsetzen, um das Publikum in Schach zu halten. Ich schnappte mir die tobende Alte und brachte sie vor die Tür, wo sie sich rasch beruhigte.